Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich heute meine Naturkrause in voller Pracht für euch. Es geht nämlich darum, dass ich euch zeigen wollte, wie ich meine Haare mit dem Dyson locke und wie das Ergebnis aussieht, wenn ich meine Haare nicht vorglätte. Ich habe euch ja schon ein ausführliches Video zum Dyson gemacht. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr wirklich alle Tipps haben wollt und wenn ihr wirklich eine ausführliche Erklärung haben wollt. Und in diesem Video habe ich ja erstmal meine Haare mit dem Dyson auch vorgeglättet. Und ich habe euch ja schon in dem Video erzählt, dass man das aber nicht machen muss. Ich habe das in dem Video nur gemacht, damit meine Locken nicht so stark werden, weil ich eigentlich nur so eine leichte Föhnfrisur haben wollte. Und heute zeige ich euch das Ergebnis ohne Vorglätten. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind meine Haare sehr frizzig und ein bisschen trocken. Und sie sind auf jeden Fall gelockt, gewellt. Also ich habe ja eigentlich so eine Mischung aus Wellen und Locken. Aber dadurch, dass ich sie in der Vergangenheit auch immer mit zu starker Hitze behandelt habe, also immer stark geglättet habe oder starke Locken gemacht habe, haben sie so ein bisschen die Struktur verloren. Also sie sind an manchen Stellen so ein bisschen glatt, an manchen Stellen ein bisschen lockig und an manchen Stellen einfach wellig. Viele kennen das Problem vielleicht unter euch, die auch selber Naturlocken haben. Ja, meine Haare sehen jetzt zwar komplett trocken aus, sind sie aber nicht. Also sie sind an manchen Stellen noch ziemlich nass, aber so größtenteils sind die halt schon luftgetrocknet. Ich habe das Ganze lufttrocknen lassen, während ich mein Make-up gemacht habe. Somit spart ihr euch einfach ein bisschen Zeit, weil ihr eure Haare sowieso trocknen müsstet, weil der Dyson eher auf ja, so leicht feuchtem Haar funktioniert und nicht auf komplett nassem Haar. Also er würde auch auf nassem Haar funktionieren, aber es würde einfach unendlich viel Zeit dauern. Oder ihr müsstet halt nochmal mit dem Föhnaufsatz einfach noch mal kurz ein bisschen trocken föhnen. Als Aufsätze nehme ich hier wieder die größeren. Es gibt ja noch die kleineren, also die dünneren Aufsätze. Zu den kleineren Aufsätzen mache ich auch noch mal ein Video und zeige euch dann das Ergebnis. Heute will ich wirklich die größeren nehmen, weil ich die irgendwie am besten finde. Ich zeige euch noch mal meine Haare komplett, also komplett das Vorher. Als erstes würde ich natürlich einen Hitzeschutz verwenden. Ich nehme den von Schwarzkopf, den Got2B Hitzeschutz Spray. Der ist wirklich super gut, super günstig und ja, erfüllt seinen Zweck, macht auch die Haare nicht fettig, was ich persönlich immer sehr, sehr wichtig finde. Ich verlinke euch das unten in die Infobox. Gibt es zum Beispiel bei Amazon oder auch in der Drogerie zu kaufen. Das sprühe ich mir jetzt ins Haar. Und dann kämme ich nochmal meine Haare. Das ist hier der Tangle Teaser. Da haben mich auch einige in meinen früheren Videos dazu gefragt. Der ist jetzt auch wirklich uralt. Eigentlich müsste ich mir mal einen neuen holen. Der hat auch hier überall so Farbflecken von ja, Haarfärbeaktionen. Den kann ich euch auch einfach nochmal in die Infobox verlinken, falls ihr zu dem hier Interesse habt. Benutze ich, wie gesagt, schon seit Jahren. Ich glaube, das ist auch einfach der klassische Tangle Teaser. Und wir kämmen die Haare. Einfach damit sich das Produkt nochmal gut in den Haaren verteilt. Was ihr auch noch braucht, sind solche Haarklammern und ein, zwei Haargummis. Ich teile jetzt meine Haare ein und ich habe euch ja schon erzählt, dass die Aufsätze immer in eine Richtung gehen. Das heißt, ich mache immer eine Seite vom Haar und dann die andere Seite, sonst müsste ich das wirklich die ganze Zeit wechseln und das ist mir einfach viel zu blöd. Ich mache mir erstmal so einen ganz groben Mittelscheitel. Ich mache das auch einfach nur mit dem Finger. Ich mache das gar nicht mit einem Kamm oder so. Dann kommt die Seite hier erstmal komplett weg. Und jetzt gehe ich auch nochmal mit meinem Finger einfach entlang. Und jetzt teile ich die Haare auch nochmal ganz grob in eine kleinere Partie. Und diese Partie ist mir persönlich schon zu dick. Da teile ich das auch nochmal so ein. Ich werde euch den ganzen Prozess jetzt nicht zeigen,
weil wie gesagt, ich habe schon ein ausführliches Video, da habe ich alles erklärt, wie man den Dyson benutzt. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ich sage euch, wie viel Uhr wir haben, damit ihr am Ende einfach schauen könnt, wie lange das Ganze gedauert hat. Aber ich muss schon sagen, der Dyson spart mir extrem viel, viel Zeit. Wir haben jetzt 9.30 Uhr und ich fange jetzt an und dann sehen wir uns gleich wieder. Ups, das war der falsche Aufsatz. Moment. Ja, falsch. Seite ist jetzt fertig. Ich habe sie jetzt noch nicht ausgebürstet, noch nicht ausgeschüttelt. Also das ist jetzt das Ergebnis. So sehen die aus, wenn sie wirklich gerade vom Dyson gelockt wurden. Und wir haben jetzt 9.48 Uhr und jetzt fange ich mit der anderen Seite an. Ich bin jetzt komplett fertig. Wir haben 10.08 Uhr und die Seite, wie ihr sehen könnt, hat sich schon ein bisschen so gelockert, ist nicht mehr ganz so stark gelockt. Und das ist halt die Seite, die ich gerade gemacht habe. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht ausgebürstet oder so. Ich wollte euch das Ergebnis erstmal so zeigen. Und ich muss halt auch dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht beeilt oder so. Ich habe das Ganze ganz entspannt gemacht und habe mir auch noch die Zeit genommen, um meine Locken auszukühlen mit der Cooling-Taste. Und ja, so sehen sie aus. Also das Ergebnis ist krass, oder? Also dafür, dass sie an manchen Stellen noch richtig nass waren und frizzig und wellig und ja, also ich liebe das Gerät einfach. Hatte ich ja schon erzählt. Die Locken halten auch wirklich bis zur nächsten Haarwäsche, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr die nochmal nachstylen müsst. Die halten halt wirklich gut. Die werden natürlich noch so ein bisschen lockerer, aber ich finde, das sieht richtig schön aus. Am Ende habt ihr dann einfach so eine schöne Föhnfrisur. Ich zeige euch das Ergebnis jetzt nochmal von hinten. Was mir auch wirklich besonders gut gefällt, ist, dass meine Struktur von den Haaren einfach wirklich glatt ist. Also sind natürlich gelockt, aber die Struktur ist nicht mehr so wellig. Sie ist auch nicht irgendwie frizzig. Die ist wirklich schön glatt. Ihr spart euch natürlich auch unendlich Zeit, dass ihr einfach nicht eure Haare davor föhnen müsst. Also glatt föhnen oder komplett trocken föhnen. Sobald sie so ein bisschen angetrocknet sind, aber immer noch leicht feucht sind, sind die Haare perfekt, um mit dem Dyson zu arbeiten. Und hätte ich jetzt den Dyson nicht und würde sie locken wollen, müsste ich, wie gesagt, erstmal sie lufttrocknen lassen. Und das dauert bei mir wirklich super lange, bis sie wirklich 100% trocken sind. Oder ich hätte sie wirklich trocken föhnen müssen, also komplett trocken. Und dann hätte ich entweder den Lockenstab benutzt oder wenn ich wirklich ein super glattes Ergebnis haben will, von der Struktur her, wie gesagt, erstmal geglättet und dann gelockt, was extrem viel Hitze ist. Und der Dyson ist ja wirklich super schön für euer Haar. Darüber habe ich auch in meinem Video erzählt, also falls ihr da nochmal wirklich Interesse habt und nicht so viel von dem Dyson wisst, dann schaut euch das Video an. Gehen wir jetzt durch die Haare und zeige euch dann, wie das Ergebnis dann aussieht. Und seht ihr halt wirklich auch das Volumen, das ist krass. Das ist krass, oder Leute? Das kriegt ihr halt wirklich nur mit einem Föhn hin. Also niemand kann mir erzählen, dass das nicht wie vom Friseur aussieht, oder? Das sieht so gut aus. Das nicht krass aus. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir auf Instagram. Dort heiße ich Cherie Cherine. Ich habe es hier nochmal eingeblendet irgendwo. Und schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare.
Und falls ihr gerne noch andere Dyson-Video oder allgemein Videovorschläge habt, dann schreibt mir das auf jeden Fall auch. Ich lade immer dreimal die Woche hoch, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Deshalb abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr noch andere Videos von mir sehen wollt. Da kommen jetzt auf jeden Fall immer regelmäßig welche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!